Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Timeboxing. Heute mit Yasin Kuku von Talent Rocket. Yasin, herzlich willkommen. Du kennst das Format. Eine Minute, stell doch dich und dein Unternehmen vor. Ja, vielen Dank, Andi. Mein Name ist Yasin Kuku, eben von Talent Rocket. Ich bin aktuell Gründerin und Geschäftsführerin von Talent Rocket. Wir sind das führende Karriereportal für Juristen. Mhm. Ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Dating-Plattform. Das heißt, wir matchen Kandidaten mit juristischen Arbeitgebern. Nur eben nicht auf Basis von Augenfarbe oder Haarfarbe, sondern auf Basis von eben beruflichen Interessen. Das machen wir jetzt seit gut 5 Jahren und sind in Deutschland inzwischen sind wir Marktführer mit unserem Ansatz, was wahnsinnig toll ist. Was vielleicht noch ganz spannend ist, was ich gerne noch einmal machen möchte, ist nämlich, ich möchte gerne ein Praktikum absolvieren demnächst bei Elon Musk. Auch nicht schlecht. Da will ich mitkommen. Ja, sehr gut. Ansonsten zu meiner Person. Im Grunde genommen bin ich Kölnerin und habe in Holland studiert und war eine Zeit lang in den USA. Und freue mich jetzt, in München zu sein. Sehr gut. Yasin, 5 Minuten für deine größten Lessons learned. Ja, Lessons learned gibt es natürlich wahnsinnig viele. Also man kann das wahrscheinlich in 5 Minuten gar nicht zusammenfassen, was es alles an Lessons learned gibt. Ich habe vielleicht 3 Lessons learned mitgebracht, die alle mit demselben Thema zusammenhängen, nämlich mit dem Thema People, also Menschen. Die erste Lessons learned ist, dass es extrem wichtig ist, wie man sein Team zusammenstellt und wie man auch innerhalb des Teams agiert. Das heißt, für mich ist es extrem wichtig, Leute zu haben, die 3 Eigenschaften mitbringen. Das ist Intelligenz, Energie und Integrität. Und Warren Buffett hat so schön gesagt, wenn eines von den 3 fehlt, dann you don't even bother. Also man sollte dann gar nicht darüber nachdenken. Und dem muss ich absolut zustimmen. Wir hatten eine Situation, das war vor einer Finanzierungsrunde, wo wir eine Person hiren wollten, die extrem gut war und einfach auch extrem gut in das Team passte. Und es war durchaus ein großes unternehmerisches Risiko, aber ich habe trotz alledem den Arbeitsvertrag unterschrieben, ohne die Finanzierungsrunde in der Tasche zu haben. Und das war eine Lessons learned im Sinne von, ja, da haben wir einmal wirklich was richtig gemacht. Im Endeffekt hat es alles funktioniert. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Da ganz kurz als Frage, wie habt ihr da ein Kompetenzmodell oder Werte oder nach was unterscheidet ihr, wenn du sagst, das muss zutreffen? Also habt ihr da noch irgendwas, mit dem ihr... Dass ihr quasi als Grundlage hernimmt? Mhm, ja, sowohl als auch. Wir haben für uns Kompetenzfelder definiert, die für uns eben die wichtigsten sind, je nachdem, welcher Bereich. Wir haben auch Werte. Unter anderem einer der Werte ist Ehrlichkeit. Mhm. Das ist für uns wahnsinnig wichtig, denn insbesondere in Zeiten, in denen es vielleicht auch mal nicht so positiv läuft, in denen irgendwas nicht funktioniert, ja, in denen man Fehler gemacht hat etc., dann ist es das Allerwichtigste, dass man eben dazu steht und sagt, Mist, pass auf, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und entsprechend wichtig ist es auch für uns bei der Auswahl unserer Teamkollegen, was wir immer in einem kleinen Gremium machen, was jetzt bei einer Firma von 30 Leuten natürlich ein sehr kleines Gremium ist, aber durchaus. Zum Beispiel bieten wir den Kandidaten, die zu uns kommen, auch immer die Möglichkeit, einen Experience Day zu absolvieren. Das heißt, dass sie einen Tag mal wirklich reinkommen, sich das alles anschauen. Und so kann man so gegenseitig sich so ein bisschen abtesten und schauen, ob es auch wirklich passt. Mhm. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Zweites Thema Lessons learned ist, geht auch in Richtung People, geht auch in Richtung Bauchgefühl. Da haben wir eine Finanzierungsrunde angestrebt und der potenzielle Investor meinte zu mir, ach du, Termsheet brauchen wir doch nicht, wir sind uns doch einig. Dachte wir natürlich auch, ja klar, wir sind uns ja einig, ja komm, passt schon. Also Due Diligence fing an. Und kurz vor Signing, 2 Tage vor dem Notartermin, hat dieser potenzielle Investor dann versucht, uns noch so ein paar richtig fiese Terms reinzudrücken, die wir als Gründer so nicht akzeptieren konnten und wollten, sodass wir den Deal dann absagen mussten. Glücklicherweise haben wir ganz, ganz tolle Gesellschafter, die uns da auch unterstützt haben und auch den Rücken gestärkt haben. Aber als Gründer ist man manchmal ja auch in der Situation, dass man wirklich unfassbar dringend das Geld braucht. Ja. Und dann ist es nicht so schön, wenn man dann kurz vor knapp noch so Terms rein diktiert kriegt. Das heißt,
ganz am Anfang, als es mit dem Termsheet hin und her ging, hatte ich auch schon teilweise so ein bisschen komisches Bauchgefühl, weil da waren ganz am Anfang so ein paar Terms drin, wo ich dachte so, das passt doch gar nicht. Dann haben wir darüber gesprochen, dann hat dieser potenzielle Investor gesagt, ach nee, komm, das können wir rausnehmen. Aber es war so ein bisschen ein komisches Gefühl. Und was lerne ich daraus? Vor allen Dingen auch Due Diligence zu machen bei dem Investor. Das heißt, genau hinzuschauen, wer ist das eigentlich, wie ticken die, wer sind die Portfoliounternehmen. Da ganz guter Tipp, genau, Reference Calls bei den Portfoliounternehmen. Also einfach mal kurz anzurufen und zu fragen, wie ist der denn so dann im wirklichen quasi Business. Ja, absolut. Und da noch ein ganz heißer Tipp, nicht nur die aktuellen Portfoliounternehmen abtelefonieren, sondern vielleicht auch mal ein ehemaliges Portfoliounternehmen, das in der Zwischenzeit pleite gegangen ist zum Beispiel, weil dann weißt du, okay, da gab es mal eine richtige Stresssituation und wie ist dann der Investor da mit dieser Stresssituation umgegangen? Ja, absolut. Ja. Last but not least, ja, wie im Gründerteam, also man soll sich auch seine Mitgründer natürlich sehr, sehr sorgfältig aussuchen. Ganz schnell noch Lessons learned, dass was extrem wichtig ist, dass man sich gegenseitig einfach motiviert. Es gibt immer mal die Situation, dass der eine nicht so motiviert ist oder der andere ist besonders motiviert und so kann man sich dann wirklich gegenseitig pushen und helfen und sagen so, hey, komm, guck mal, was wir schon erreicht haben, wir machen jetzt weiter und das finde ich auch extrem wichtig. Absolut. 2 Minuten für deine größten Wow-Momente. Wow. da gibt es wahrscheinlich extrem viele. Mhm. Es gibt natürlich auch genauso viele Low-Momente, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf die letzten 5 Jahre, es gibt einen Wow-Moment, der wirklich lange, lange anhält. Und das ist jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team. Ich liebe es, jeden Tag jeden Einzelnen zu sehen, uns gegenseitig zu challengen, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen, uns gegenseitig zu fördern, zu fordern. Das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und es ist wirklich jeden Morgen, wenn ich auf dem Radl sitze, ein totaler Wow-Moment. Sicherlich auch ein sehr, sehr intensiver Moment letzten Sommer, als wir unseren Mitbewerber übernommen haben. Du kannst es dir vorstellen, es war Sommer, es war unfassbar heiß und als dann endlich die Verträge unterschrieben waren, alle waren ziemlich durchrauchende Köpfe und diese Erkenntnis, wow, das haben wir jetzt wirklich gemacht. Das war schon auch ein sehr besonderer Moment. Ganz kurz dazu, war das ein Mitarbeiter, wo ihr, Mitarbeiter ist schon Mitbewerber, mit einem Team, das ihr dann auch übernommen habt? Oder wie sah die Übernahme aus? Ja, genau. Also im Grunde genommen haben wir auch einige aus dem Team für uns verpflichten können, beziehungsweise sie haben selbst angeboten, dass sie dann eben auch zu Talent Rocket kommen, was total klasse ist. Und heute sind wir ein ganz enges Team. Zeit ist um. Ja. War auf jeden Fall ein Wow-Moment, den ich noch nicht erlebt habe, wo ich mal hoffentlich auch mal bald erleben darf werde. Yasin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein geteiltes Wissen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie eigentlich jedes Mal. Kommentiert gerne drunter, wenn ihr Fragen habt. Yasin wird sicherlich jede Frage gerne beantworten. Ansonsten drückt natürlich gerne auf Gefällt mir, teilt das Video. Und sonst kann ich euch eigentlich nur einen schönen Sonntag wünschen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht es gut. Ciao.